Wir haben hier auf dem Kanal ja in den letzten Monaten schon öfters mal über Mini-PCs gesprochen, weil sich diese kleinen Kisten nach und nach als echte Alternative zu großen PCs oder zumindest Laptops etabliert haben. Aber die Mini-PCs, die ich euch bisher gezeigt hatte, die waren zum jeweiligen Zeitpunkt eher im High-End-Bereich zugeordnet. Also das Beste, was man sozusagen gerade in einen Mini-PC dieser Art packen kann. Der, den ich euch heute zeige, ist eher im Mittelfeld eingeordnet, zumindest von der Leistung her, aber nicht unbedingt vom Preis. Trotzdem macht das Paket vielleicht für den einen oder anderen am Ende Sinn. Das hier ist der Minis Forum NAB9 und den schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin's David, ihr schaut der Vision und film ab. Und wie immer gilt, wenn ihr merkt, dass das Video euch gefallen hat, denkt an Like, Abo und einen Druck auf die Glocke und schaut auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Links zum Gerät findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung, aber wartet erstmal ab, was ich dazu zu sagen habe, bevor ihr das Teil bestellt. Von Minis Forum habe ich euch bisher den UM790 Pro und den UM780 XTX gezeigt. Was beide dieser Mini-PCs gemeinsam haben, ist die AMD-CPU-Generation, die sogenannte Phoenix-CPU-Serie, der 7840 und der 7940 HS. Und zum Beispiel auch die neuere 8-Generation, die dominieren momentan so den Mini-PC-Markt mehr oder weniger. Und das aus gutem Grund, denn bei relativ geringem Stromverbrauch liefern sie eine hervorragende Leistung und sind somit kleine Effizienzwunder, die auch noch durch ihre tollen integrierten GPUs richtige Grafikkarten in vielen Applikationen mittlerweile überflüssig machen. Aber diese angesprochenen Geräte, die sind jetzt keine unbedingt Budget-Mini-PCs. Die können schon ganz schön ins Geld gehen, wenn man eine ordentliche Hardware-Ausstattung reinsteckt. Der NAB9 hier ist etwas günstiger zu haben, wenn auch nicht viel günstiger. Es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten und so wie ich ihn hier habe und wie er hier stand, hat er mit 32 GB DDR4 RAM und 1 TB PCI Express Gen 4 SSD 570 Euro gekostet. Dabei ist das Gerät schön kompakt. Einer der kleinsten Mini-PCs, die ich bisher in den Händen hatte, fast auf einem GCOM A7 Level von der Kompaktheit, Verarbeitung und Schickheit sozusagen. Das Gerät kommt in einer Verpackung ohne viel Schnickschnack daher. Und dazu gibt es ein wirklich kleines, schönes 120 Watt Netzteil mit DC-Hohlstecker. Und der Mini-PC selbst kommt mit einem schicken Aluminium-Unibody-Gehäuse, was sich von oben super schnell und einfach per Push öffnen lässt. Ich weiß zwar jetzt nicht so richtig, wieso man sein Mini-PC so schnell und so einfach öffnen will, ständig, aber zumindest geht's. Man sieht dann direkt den RAM und die SSD, auf deren eigener kleiner Kühler mit Mini-Lüfter verbaut ist. Das heißt meist nichts Gutes, aber warten wir mal ab. Einen zusätzlichen M.2 Steckplatz für SSDs gibt es leider nicht. Dafür kann man im Deckel eine 2,5 Zoll HDD oder SSD montieren, über SATA angeschlossen. Der RAM ist auch nur DDR4 3200 MHz. Nicht das schnellste. Acer ist aber zumindest keine No-Name-Marke. Und auch bei der SSD setzt man auf eine Kingston-Marken-SSD, die auch eine ordentliche Performance liefert für eine 1 TB PCI Express Gen 4 SSD. Als Prozessor kommt in diesem Mini-PC aber leider keiner dieser neuen und überzeugenden AMD-CPUs zum Einsatz, sondern ein Intel Core i9-12900HK. Ja, i9 klingt gut. Aber das ist ein Prozessor, der wie der etwas neuere i9-13900K aus dem GCOM Mini IT13 über 14 Prozessorkerne verfügt. 6 Performance-Kerne, 8 Effizienzkerne und 5 GHz maximaler Takt. Der Prozessor ist aber schon gut 2 Jahre alt. Aber Intels 13. und 14. CPU-Generation haben kaum viele Veränderungen in Sachen Design der CPUs gebracht, sondern eigentlich nur in Sachen Taktraten oder eben Kernanzahl. Und so ist dieser Prozessor von 2022 im Vergleich zu aktuelleren Intel-Prozessoren gar nicht mal so viel langsamer. Aber Intel muss sich eben nicht nur mit sich selbst messen, wobei sie das sicher gerne hätten, sondern Intel muss sich vor allem gegen AMD behaupten. Und wie gut das klappt, dazu kommen wir gleich. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick auf die Anschlüsse des Geräts. Schön ist, dass es vorne 2 Full-Size USB-A-Ports mit 10 Gigabit Geschwindigkeit gibt und einen USB-C, der aber leider auch nur 10 Gigabit und kein USB 4.0 oder Thunderbolt kann. Dazu Kopfhörer und Anschalter. Hinten gibt es auch jede Menge zu sehen. Zweimal HDMI, ich vermute mal, es sind nur 2.0 Anschlüsse, weil nirgendwo von mehr die Rede ist. Zweimal USB-C, einer kann alles, also USB-Daten, DisplayPort Alt Mode und sogar Power Delivery als Eingang. So könnte man den Mini, wenn man denn will und einen Monitor hat, der Strom über USB ausgeben kann, mit nur einem Kabel verbinden und das war's. Ziemlich cool. Der andere USB-C-Anschluss kann aber nur den DisplayPort Alt Mode, also wirklich nicht mal Daten, sondern wirklich nur Bildausgang.
Dazu kommen noch zweimal USB 3.2 Gen 2 und zweimal 2,5 Gigabit LAN. Ziemliche Ausstattung für so ein kleines Gerät, aber was fehlt, ist natürlich auch hinten dran USB 4.0 bzw. Thunderbolt. Das ist sehr, sehr schade, da sowas an ähnlich teuren Minis mit AMD-CPUs eben dran ist. Macht wirklich keinen Sinn, das hier wegzulassen, vor allem wenn man bedenkt, dass Thunderbolt ja eine Intel-Technik ist. Wieso steckt das dann nicht in einem Intel-Gerät mit drin? Kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber legen wir mal los und schalten das gute Stück an und dann sehen wir auch gleich was noch Schönes, nämlich hier ist Windows 11 mit dabei und es ist ordentlich, clean und sauber vorinstalliert, nicht wie bei dem GMK-Tech Mini-PC, den ich euch vor kurzem gezeigt habe. Also keinerlei Bloatware, einfach nur ein sauberes, frisches Windows 11, so wie es sein sollte. Aber kommen wir mal zur Performance von dem guten Stück und da tut sich dieser 2 Jahre alte Prozessor etwas schwer. Im Geekbench ist er klar am unteren Ende meines Testfeldes aus mittlerweile doch einigen Mini-PCs anzuordnen. 2300 Punkte im Single-Core und 10.000 Punkte im Multicore sind nichts im Vergleich zu dem, was AMDs Mini-PCs da leisten können. Aber Geekbench ist eben auch nur ein schlechter Vergleich, wenn auch schön, weil Multiplattform und einfach ziemlich schnell überall auszuführen. Beim Cinebench sieht es ein bisschen besser aus. Zumindest besser als der Mini IT13 von Geekom mit einer ähnlichen, eigentlich besseren, jüngeren CPU. Das liegt hier daran, dass Geekom diesen Prozessor sehr stark eingeschränkt hat, gerade im Power-Budget. Das heißt, er konnte sich nicht so viel Leistung ziehen, wie er eigentlich wollte, beziehungsweise er hat zu schnell überhitzt, wenn er sich zu viel Leistung gezogen hat und deshalb hat er da gedrosselt im Geekom. Hier im Minis-Forum darf der Prozessor bis zu 64 Watt an Leistung aufnehmen und das konstant und es wird auch ordentlich gekühlt. Und das zeigt sich deutlich an der Multicore-Leistung und auch an den Taktraten unter Volllast, die deutlich über 3 GHz liegen. Bei den Geekom waren die bei 2,5, 2,6 GHz in der Drehe. Trotzdem reicht es nur dafür, die anderen Intel-CPUs zu schlagen und nicht dafür, an den AMD-Mini-PCs vorbeizuziehen. Und das ist schon ziemlich schade, gerade wenn man bedenkt, dass Intel ja in der Vergangenheit eigentlich meistens die besseren Prozessoren hatte. Und im Compute-Benchmark von Geekbench zeigt sich auch schon das erste größere Problem, beziehungsweise ein weiteres größeres Problem an den Mini-PCs mit Intel-CPUs. Die GPU-Performance von den integrierten Grafikkarten in den Intel-CPUs ist ziemlich schlecht. Nicht anders als beim Mini IT13 und da war sie schon nicht wirklich toll und es ist weit, weit, weit weg prozentual von dem, was AMDs Mini-PC-iGPUs leisten. Blender wiederum ist auch so ein CPU-Rendering-Benchmark und zeigt auch hier wieder, unter Volllast ist das Teil klar schneller als der Mini IT13, dem einfach die Leistungsaufnahme gefehlt hat, beziehungsweise der die Wärme nicht abführen konnte, aber es ist trotzdem immer noch, auch hier beim NAB 9, weit weg von AMD Mini-PCs. Im Budget-Bench für Photoshop ist jetzt nicht so weit weg von der Leistung der anderen Systeme, da ist mehr die pure CPU-Single-Core-Leistung gefragt und die ist jetzt nicht so schlecht. Trotzdem ist das aber kein toller Vergleich, denn wenn man was anderes probiert, zum Beispiel Premiere Pro, dann geht es nicht nur um die CPU-Leistung und dann ist das Ganze wirklich wieder unterirdisch und somit das Schlechteste, was ich bisher getestet habe. In der Praxis ist es aber nicht ganz so schlimm, wie es hier aussieht, zumindest teilweise bei anderen Programmen, muss man klar dazu sagen. Denn ich habe natürlich auch ein bisschen Real World getestet. Zum Beispiel mit meinen Lightroom-Aufgaben, die ich durch alle PCs jage, die ich teste. Da gibt es Licht und Schatten. Licht bzw. konkurrenzfähige Leistung gibt es da, wo es nicht um KI-Aufgaben geht, sondern wo nur die CPU und die Leistung des Systems inklusive RAM und so gefragt ist. Das geht schon in Ordnung. Also, was weiß ich, HDRs erstellen, Panoramas erstellen, ganz normale Aufgaben, also Real-World-Arbeiten, da ist die Performance ordentlich. Durch Bilder wechseln, ranzoomen, maskieren, editieren, das geht alles ordentlich flott und schnell, weil das ganze System eigentlich relativ schnell ist, durch PCI Express Gen 4, SSD und so weiter und so fort. Und es geht auch ohne größere Hänger vonstatten. Aber schwierig wird es dann, wenn es um KI-Aufgaben, also moderneres geht. Wenn man zum Beispiel entrauschen möchte oder das Super Resolution Feature von Lightroom nutzen möchte, das dauert statt ein paar Sekunden oder bis zu einer halben Minute mit AMD-Mini-PCs hier nämlich mehrere Minuten und macht nicht wirklich viel Spaß, darauf zu warten, bis sich der Mini-PC mit sowas auskäst. Zum Glück muss man aber auch ganz klar sagen, dass Entrauschen zum Beispiel mit anderer Software wie Topaz AI Denoise dagegen ganz ordentlich flott funktioniert und sogar konkurrenzfähig ist von den Zeiten. Da teste ich immer 50 RAW-Bilder aus der Canon R6 II, die mit hoher ISO aufgenommen sind und dann im Lowlight-Preset. Und dann haue ich die alle durch und schaue, wie lange das System braucht, um die alle zu verarbeiten. Was nicht besonders viel Spaß macht auf diesem System, ist aber Videoschnitt.
Aber auch hier gibt es Dinge, die gut gehen und Dinge, die zum Beispiel gar nicht gut gehen. Was gut ist, Intel GPUs haben Decoder für mehrere Materialtypen mit drin als AMD GPUs. So kann diese Intel CPU auch problemlos 8K-Video abspielen, decoden und sogar exportieren. Geht zwar nicht schnell, aber es geht. Was bei AMD Mini-PCs bisher eben gar nicht so wirklich ging. Habe ich dort die Timeline, in der auch 8K-Material von der Alpha 1 drin steckt, geöffnet, hat sich Resolve verabschiedet. Aber trotzdem ist das hier kein 8K-Editing-PC, nur weil ich das halt exportieren kann. Es dauert trotzdem arschlange, aber zumindest spielt das System es ordentlich ab. Was aber gut geht, ist zum Beispiel 4K ohne Effekte und Spielereien. Also wer einfach nur aus seinen Urlaubsaufnahmen ein Video zusammenschneiden will und jetzt nicht viel Grading oder Effekte oder Rauschreduzierung oder coole Übergänge oder Titel da reinbasteln will, das geht schon. Ja. Manchmal wird es dann schwer, wenn man zum Beispiel einen Speedramp oder eine Slow-Mo machen will. Dafür ist er dann eher nichts, aber für grundlegende Video-Editing-Aufgaben kann es schon funktionieren, ist aber trotzdem deutlich schlechter in der Performance als zum Beispiel die AMD-Mini-PCs. Und was bei Mini-PCs auch ein Thema ist, zumindest wenn sie diese AMD-CPUs und integrierten GPUs haben, ist Gaming. Die iGPU-Leistung bei AMD ist so gut, dass Gaming damit nicht nur mit einfachen älteren Games geht. Hier sieht es wieder etwas anders aus. Etwas Neueres, Anspruchsvolleres wie Red Dead Redemption 2, okay, das ist gar nicht mehr so neu, macht gar keinen Spaß. Selbst GTA 5 macht nicht wirklich viel Spaß und das ist jetzt schon viele, viele Jahre alt. Was dagegen wieder erwarten ganz gut geht, sind ältere Titel wie Mafia 2 oder Hitman 3. Das kann man auch in einer annehmbaren Qualität, zumindest bei Full HD Auflösung spielen und macht dabei auch Spaß. Intel hat vor allem in den letzten Jahren nämlich viel an den Treibern gefeilt, für die integrierten GPUs, sodass der Support besser geworden ist und das, was leistungstechnisch mit der Hardware machbar ist, das funktioniert zumindest auch. Und was viele Mini-PCs auch schon verkackt haben, ist das Thema Lautstärke. Gerade der Intel-basierte Mini-IT13 von Geekom, das war ein Föhn von einem Mini-PC. Der NAB9 hier zum Glück nicht. Die Lautstärke ist unter normaler Nutzung völlig akzeptabel. Und er wird auch unter Last nicht unangenehm laut. Und das eben, obwohl der Prozessor sich hier mehr Leistungsaufnahme genehmigen darf, als der im schon angesprochenen IT13. Dabei bleibt der Prozessor mit unter 80 Grad oder maximal 80 Grad bei einem Cinebench Run auch noch absolut im Rahmen der Temperaturen und drosselt seine Taktraten nicht. Ziemlich gut. Rundum zeigt Mini-PC hier, wie man auch so eine Intel-CPU in einem Mini-PC gut gekühlt bekommt. Und den SSD-Lüfter, den hört man zum Glück übrigens nicht. Bei der Leistungsaufnahme zeigt sich aber wieder ein weiteres Problemchen dieser Intel-CPUs in Sachen Effizienz. Denn für weniger Leistung, wie jetzt gerade besprochen, insgesamt braucht der Mini-PC hier, zum Beispiel bei einem Cinebench-Durchlauf, deutlich mehr Strom. CPU-Only-Volllast bringt ihn dazu, bis zu 98 Watt aus der Steckdose zu ziehen. Ist schon eine Menge. GPU-Last dazu ändert daran nichts, da teilt sich der PC sozusagen das Power-Budget. Aber das ist deutlich mehr, als die AMD-Systeme aus der Steckdose ziehen, wenn man da zum Beispiel einen Cinebench-Run ausführt, der komplett die CPU belastet. Dann bleibt am Ende eigentlich nur noch die Frage, für wen dieser Mini-PC das Richtige ist. Und eigentlich kann man diesen Mini eben aufgrund der Konkurrenz durch die AMD-CPUs nur für Leute empfehlen, die unbedingt einen Intel-Prozessor haben wollen. Weil sie darauf vielleicht schwören oder denken, aus älteren Erfahrungen, dass das was Besseres ist. Wieso man das heute unbedingt haben will, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und weiß, dass die AMD-basierten Mini-PCs einfach rundum der bessere Deal sind, das ist dann natürlich eine andere Frage. Der NAB9 hier, der macht so gesehen nichts falsch, außer vielleicht, dass er USB 4 bzw. Thunderbolt wirklich vertragen könnte. Das ist ein ordentliches Gerät, ein gutes Gesamtpaket, aber zum gleichen Preis wie zum Beispiel der UM780 XTX ist es einfach nicht für jemanden empfehlenswert, der das meiste für sein Geld haben will. Okay, da muss man klar sagen, der NAB9, der ist schicker, sleeker, nicht so verspielt. Aber auch dafür gibt es ja Alternativen von der Konkurrenz. Wobei so ein Geekom A7 mit AMD-CPU und schick eben deutlich teurer ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so als Grund sehen würdet, zu einem Intel-Mini-PC zu greifen, statt zu einem mit einer AMD-CPU, die insgesamt deutlich mehr Leistung und deutlich bessere Effizienz bietet. Naja, trotzdem findet ihr Links zum Minis-Forum NAB9
unter dem Video in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mir diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal und sorgt so wiederum dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Wenn euch das Video hier gefallen hat, denkt an ein Like unter dem Video, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und hier irgendwo gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch gerne im Anschluss anschauen könnt. Denn das war's für heute von Davision aus Osaka. Und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.